Was geht, Leute, und herzlich willkommen zurück zu unserer MyTeam-Karriere hier in F1-22. Wir sind heute beim zweiten Rennen der dritten Saison und zwar in Jeddah beim großen Preis von Saudi-Arabien. Auf einer Strecke, auf der wir häufig coole und vor allem erfolgreiche Rennen haben. Heute wird da hoffentlich keine Ausnahme sein. Wir beginnen direkt mal mit Sponsorenverträgen, die ausgelaufen sind. Und da würde ich tatsächlich auch gerne mal schauen, ob wir nicht vielleicht irgendwie Sponsoren ins Boot holen können, die ein bisschen besser zahlen, weil einige von denen, die wir hatten, ja noch an andere Erwartungen angepasst waren, sozusagen, aus ja teilweise der ersten Saison. Somit können wir es nämlich vielleicht irgendwie schaffen, noch ein bisschen mehr Geld ranzubekommen, wöchentlich und auch durch die Zielboni. Geld werden wir ja in nächster Zeit ordentlich brauchen, da ich am Anfang der Saison so ein bisschen verkackt habe und beim Upgraden der Einrichtung nicht drauf geschaut habe, was wir denn brauchen, um weitere Upgrades machen zu können. Da sind einige Einrichtungen nicht auf einem guten Stand. Deshalb müssen wir versuchen, das jetzt irgendwie auszumerzen. Der erste Sponsor erwartet von uns, 10. im Qualifying zu werden, also in Q3 zu kommen. Das haben wir schon relativ häufig geschafft. Somit ist das, glaube ich, nicht unmöglich. Das hier klingt doch ebenfalls ganz vernünftig. Archew heißt der Sponsor. Verdiene 3 Konstrukteursmeisterschaftspunkte an einem Rennwochenende, ist das Ziel. Das sollten wir meistens schaffen können. Vielleicht auch nicht unbedingt immer, aber das Risiko möchte ich gerne eingehen. Und vor allem sind die wöchentlichen Zahlungen halt echt gut mit über 100.000 pro Woche. Und dann holen wir uns auch noch Equinox ins Team. Das Ziel ist es einfach, ein Rennen in den Punkten abzuschließen mit einem von beiden Autos. Ich glaube, den Sponsor hatten wir auch davor schon, oder? Der kommt mir irgendwie so bekannt vor, aber ich bin mir gerade nicht sicher. Naja, auf jeden Fall sind das, glaube ich, 3 machbare Ziele und vor allem 3 Sponsoren, die echt gut zahlen. Upgrades können wir ja leider keine machen, das ist so das große Problem, obwohl wir könnten uns jetzt vielleicht, wenn wir schon in so einer Situation stecken, mal ein bisschen mehr um die Strapazierfähigkeit kümmern. Und tun das auch, komm, wir haben hier ordentlich Nachholbedarf und das ist gerade einfach eine perfekte Möglichkeit, um sich darum mal zu kümmern. Wir holen uns hier ein Strapazierfähigkeits-Upgrade fürs Getriebe und dann noch eins für die MGOH. Nee, das können wir gar nicht, wir können hier nur eins machen. Na gut, aber das ist ja immerhin etwas. In der nächsten Folge werden wir dann schon wieder normale Upgrades machen, performance-relevante Upgrades machen können, weil wir dann nämlich die Motoreinrichtung auf Typ 2 bringen. Da brauchen wir 4 Millionen, das ist die billigste Variante, um das zu tun und die werden wir beim nächsten Mal auf jeden Fall haben. Und bis dahin bleibt eigentlich nur zu hoffen, dass die anderen Teams nicht irgendwie übermäßig viel upgraden. Aber das, ja nee, das sieht nicht danach aus. Ich glaube, da hat tatsächlich niemand was gemacht, abgesehen von McLaren. Wow, die haben jetzt einen guten Vorsprung, waren beim letzten Mal in Bahrain ja schon mit beiden Autos auf dem Podium. Boah, das ist ein gar nicht so verkehrter Anfang von McLaren. Das muss ein ultimatives Upgrade gewesen sein bei denen. Vettel steht heute vielleicht schon so ein bisschen unter Zugzwang, nachdem das letzte Wochenende ja echt enttäuschend war. Hier im Training geht es aber sehr gut los. Das Wichtige ist aber das Qualifying und danach das Rennen. Ich will jetzt nicht unnötig Druck machen, das ist nur das zweite Rennwochenende, aber es wäre schon schön, eine Steigerung von Sepp zu sehen. Ich meine, wir sind auf dem Papier das 6. Team und dann kann man es von so einem Fahrer eigentlich erwarten, dass der Punkte holt oder zumindest ganz nah dran ist an der Top 10. Gasly war ja zuletzt auf dem Podium im Alpha Tauri, der glaube ich nur das 3. Auto von unten ist. Mal schauen, ich bin gespannt und ich bin auch gespannt, was wir so zeigen können. Freue mich sehr auf diese Strecke hier, fahre hier unheimlich gerne. Vor allem in Qualifyings ist das immer sehr spektakulär. Let's go! Was man hier in diesem ersten Sektor machen kann mit einem so stark geupgradeten Auto. Das ist nicht von dieser Welt. Lila sogar direkt mal auf Anhieb. Aber gut, so die ganz spitzen Leute sind vielleicht noch gar nicht auf der Strecke. Lewis Hamilton jetzt an der Spitze mit einer 1,28,5.
Ich bin mal gespannt, ob wir da rankommen können mit unserem ersten Versuch. Die Runde war okay, bestimmt geht noch ein bisschen mehr. Es ist ja eh selten der Fall, dass die erste Runde in Q1, boah, die beste ist. Aber das ist schon mal eine Ansage, ne? 1:27.6. Und ich fürchte fast, dass das in eine ähnliche Richtung gehen könnte wie in Bahrain. Zumindest geht es schon mal sehr gut los. Wir sind auf dem dritten Platz, nur hinter den beiden starken McLarens. Vettel immerhin Zehnter, ungefähr da, wo er sein sollte. Das KI-Stufending habe ich ja im letzten Qualifying schon angesprochen. Ich habe die jetzt nochmal hochgeballert um 15 Stufen. Wir sind jetzt auf 90. Also, das kannst du vergessen. Machen wir einfach das Beste draus. Zumindest fühlt es sich aber gut an. Das hat echt Spaß gemacht hier gerade. Hoffentlich geht es genauso weiter. Wir bleiben auch am Ende der Session auf diesem dritten Platz, der ein bisschen zu gut ist wahrscheinlich, muss man realistischerweise sagen. Vettel aber nicht mal auf der ersten Seite der Ergebnisse. Der scheidet aus hier im ersten Qualifying. Boah. Okay, das ist die nächste Enttäuschung eigentlich von Sepp. Also klar, der sollte nicht da sein, wo wir sind. Das ist halt leider mal wieder Bullshit. Aber so, ja, in diesem Bereich, so 10, 11, 12, da muss man ihn erwarten. Selbst davon ist er aber echt weit weg. Obwohl, echt weit weg ist übertrieben. Gasly war nur etwas mehr als 2 Zehntel vor Sepp. Aber trotzdem ist es halt nur Platz 18 am Ende. Oh ja, das war die nächste sehr, sehr starke Runde. Die KI-Stufe passt aber nicht. Wir sind zu gut und werden auch Q3 nicht spielen, würde ich vorschlagen, wenn das jetzt reichen sollte. Und das wird wahrscheinlich ziemlich locker reichen. Wir sind vor den McLarens sogar, die ja mittlerweile mit Abstand das beste Auto sind. Ja, das ist, was soll man denn machen? Ich stelle die KI um 15 Stufen hoch und es passt immer noch nicht? Ja, come on. Am Ende ist es sogar nur in Anführungszeichen Position 7, eine halbe Sekunde weg von der Spitze, aber wir sind halt auch nur einmal rausgefahren, waren nicht am Ende der Session draußen, als die Strecke am besten war, also hätte da mit Sicherheit noch ein bisschen Zeit drin gesteckt. Deshalb machen wir es so, wie ich es gerade angesprochen habe, wir ignorieren jetzt Q3, starten dann schlimmstenfalls von Platz 10, wenn es nicht vielleicht sogar noch ein paar Gridstrafen gibt. Das ist, glaube ich, wesentlich sinnvoller als jetzt. Ich glaube, wenn ich wirklich unbedingt will, könnten wir wahrscheinlich wieder um die Pole kämpfen. Aber das macht ja keinen Sinn. Das ist ja Schwachsinn. Piastri übrigens sehr, sehr stark. Der hat beim letzten Mal schon von, ich glaube, Startplatz 20 aus Punkte geholt. Der wird hier jetzt Elfter. Echt mega vom Rookie. Das Ding, was halt noch erschwerend dieses Jahr dazu kam bei der Auswahl dieser KI-Schwierigkeit, ist der Fakt, dass es immer wieder diese Updates gab, die das geändert haben. Zu Beginn des Spiels konnte man ja auf einer relativ normalen Stufe spielen, je nachdem, was für einen halt eine normale Stufe ist. Bei mir ist das immer so zwischen 95 und 101 gewesen oder so, abhängig von der Strecke. Dann kam dieser Patch, dann musste man auf einmal deutlich runter. Da haben wir ja teilweise auf 65 gespielt und waren zu langsam. Ich erinnere mich da an Ungarn in der letzten Saison. Und jetzt kann man scheinbar doch wieder mehr in Richtung dieser normalen KI, aber irgendwie dann auch nicht so ganz. Und ja, wie soll man das machen? Das muss mir mal einer erklären. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung der Fahrer nach einem aufregenden Qualifying von gestern zu werfen. Daniel Ricciardo hat freie Sicht von der Pole Position. Vor Lando Norris, der von Platz 2 starten wird. Und schauen wir uns den Rest der Startaufstellung an.
Leclerc, Bottas, Lewis Hamilton und Russell, Joe, Gasly, der Habicht und Oscar Piastri, Stroll, Drugovic, Alexander Albon und Verstappen, Sainz. Wegen einer früheren Gridstrafe geht's von weiter hinten los. Magnussen, Robert Schwarzmann und Sebastian Vettel. Mick Schumacher, Tsunoda, Ocon und Nicolas Latifi. Gleich werden die fünf roten Lichter erlöschen und wir sind gespannt, wer heute triumphieren wird. Aber davon lassen wir uns den Spaß nicht kaputt machen. Ich bin mir sicher, dass ich da früher oder später den Dreh raushaben werde, bevor dann wahrscheinlich ein Patch kommt, der es wieder total verändert. Die Rennstrategie, die uns hier vorgeschlagen wird, ist eine Medium Hard. Vielleicht geht eine Medium Soft oder so, aber wenn nicht, dann... Oder eine Soft Hard könnte auch eine Option sein. Das fällt mir gerade auf. Das hat man immer nicht so ganz auf dem Schirm. Die Strategie haben aber in Bahrain beim letzten Mal tatsächlich gar nicht so wenige gemacht. Ja, und wenn man sich das auf dem Papier so anschaut, kann das echt sinnvoll sein. Die Reifen sind am Ende dieser vorgeschlagenen Stints hier sogar noch nicht mal total abgenutzt. Die geplante Renndauer ist angeblich langsamer, aber ich glaube nicht, dass das so ein Nachteil ist, jetzt am Start mit frischen Softreifen schön pushen zu können, wenn alle anderen hoffentlich nicht auf Softreifen sind. Oder vielleicht machen es ja doch einige, wer weiß. Stellen wir das Benzin noch ein klein wenig runter, obwohl man das, glaube ich, auf dieser Strecke nicht übertreiben darf, weil der Spritverbrauch doch relativ hoch sein dürfte bei dem hohen Vollgasanteil. Und dann geht's direkt rein in die Einführungsrunde beim zweiten Rennen dieser Saison hier in Jeddah. Pierre Gasly, der zuletzt, ich erwähne es nochmal, auf dem Podium war, hat hier wieder einen mega guten Job gemacht, startet neben uns auf Position 8. Den gilt es heute auf jeden Fall mal hinter uns zu lassen. Ansonsten hat der echt schon einen guten Vorsprung auf uns in der Fahrer-WM. Der erste Stint wird ganz entscheidend für unser Rennen. So wie es scheint, sind tatsächlich die meisten auf den Medium-Reifen hier in unserem Bereich. Das müssen wir ausnutzen. Wir müssen jetzt viele Positionen gut machen. Die werden wir dann, oder zumindest laufen wir Gefahr, die später im Rennen dann wieder zu verlieren. Nämlich, wenn unsere harten Reifen schon ziemlich abgenutzt sein werden. Wenn wir es aber jetzt nicht mal schaffen, Positionen gut zu machen, dann wird das später ein völliges Desaster. Rein geht's in die Startaufstellung, in unsere 9. Position. Ich bin sehr gespannt auf dieses Rennen. In Jeddah erlebt man häufig sehr spannende Rennen mit vielen Duellen, vielen Überholmanövern. Hier hatten wir in F1 2021 mal ein Rennen, in dem wir mit Verstappen so ein geiles Duell hatten, als sich wirklich in jeder Runde, wortwörtlich in jeder Runde, die Positionen getauscht haben. Das war der Wahnsinn. Wenn wir heute nur ansatzweise sowas bekommen, vielleicht ja auch gegen Verstappen, wer weiß, obwohl der ein bisschen hinter uns ist, dann beschwere ich mich nicht. Dann wird das auf jeden Fall heute verdammt gut. Die letzten Autos sind jetzt auch in der Startaufstellung und es kann losgehen. Oh Gott, völlig verpennt. Nein, völlig verpennt. Oh, das war nicht gut. Keine gute Reaktion. Ich war noch irgendwie damit beschäftigt, die richtige Menge an Gas zu finden. Und dann gingen die Ampeln schon aus. Nicht gut gemacht, aber wir retten es nochmal ganz solide. Schaffen es vielleicht sogar, unsere Startposition zu verteidigen. Außen in der ersten Kurve. Gasly und Guan Yu Zhou jetzt Rad an Rad in diesen ersten Sektor hinein. Das kennt man von der KI hier auf dieser Strecke. Das wird dann häufig relativ langsam. Oh, leicht die Mauer touchiert. Das ist nicht optimal. War aber nur so mit der Seite unseres Rades, weshalb da kein größerer Schaden passiert sein sollte. Okay, jetzt erstmal reinkommen in dieses Rennen. Viel Zeit haben wir aber nicht, um das zu tun. Wir müssen die Softreifen ausnutzen, wie vorhin schon angesprochen. Zumindest halten wir mit dieser Spitzengruppe hier, was schon mal kein verkehrtes Zeichen ist. Der Gasly, den wir hier in dieser Saison erleben, erinnert mich übrigens zu 100% an den Gasly aus der letzten MyTeam-Karriere. Da hat der auch das Auto sowas von outperformed in den allermeisten Fällen. Ist aber komischerweise nie von AlphaTauri weggekommen. Ist dort, glaube ich, die ganze Karriere über geblieben. Mal schauen, wie das hier sein wird. Das soll aber nicht jetzt unser Problem sein. Wir machen nämlich eine Position gut gegen Guan Yu Zhou, gegen einen Red Bull vor auf Position 8. Okay, wir flaggen etwas weiter hinten im Feld. Hat da jemand einen Fehler gemacht oder ist es ein technisches Problem? Es sieht nach einem technischen Problem aus. Und zwar beim Aston Martin hier von Esteban Ocon oder war es sein Teamkollege Magnussen? Nee, es ist Ocon. Sehr schade natürlich für ihn. Der war aber eh schon letzter. Lando Norris vorne mit einer 1.30.2. Was waren wir? So eine 31.8.
Okay, da war jetzt auch das Duell dabei, somit ist das nicht ganz repräsentativ. Aber dennoch haben wir auf keinen Fall die Pace von der Spitze. Das ist ja allerdings auch nicht das Ziel. Erstmal geht es darum, hier an Gasly ranzukommen und dann auch vorbeizukommen im besten Fall. Zumindest sind wir jetzt mal im DRS-Fenster vom Franzosen, der aber seinerseits auch ganz gut mithält mit Hamilton und den Jungs davor. Das kann man echt nicht genug loben. Der Alpha Tauri ist nicht gut, absolut nicht. Obwohl natürlich in diesem Mittelfeld viele Autos so ziemlich gleich auf sind. Aber dennoch weit weg von den Spitzenteams. Mit denen mischt Pierre aber voll und ganz mit. Und da, ja, da gilt es irgendwie mitzuhalten. Das muss so unsere Messlatte sein. Auch wenn wir selbst auf den Softreifen so ein bisschen Probleme haben gegen diese starke Pace. Jetzt allerdings mal Lila im letzten Sektor. Wahrscheinlich auch durch die Hilfe des DRS. Aber das hatten auch ein paar andere. Also ist das schon ein gutes Zeichen. Oh, Gasly so ein bisschen am Rutschen in dieser schwierigen, langgezogenen Kurve. Das bringt hier an dieser Stelle nicht viel, aber wir bringen uns in Position. Wir tasten uns ran. Bald kann es da vielleicht mal einen Angriff geben. Dafür müsste er aber wahrscheinlich das DRS verlieren und danach sieht es noch nicht aus. Jetzt sind wir mal ganz nah dran am Alpha Tauri, am Ausgang aus der letzten Kurve. Reicht unser Topspeed aus, um vielleicht etwas probieren zu können in die erste Kurve hinein. Da, wo wir vorhin schon die Position gegen Guan Yu gut gemacht haben. Da auch gegen Gasly sieht das nicht so verkehrt aus. Okay, interessant. Ich muss fairerweise gestehen, dass das mit ein bisschen wenig Überzeugung war, dieses Anbremsen da innen. Ich war mir nicht so ganz sicher, ob das gut gehen würde oder nicht. Aber, also, obwohl wir jetzt nicht so komplett neben ihm sind mit der vollen Wagenlänge, finde ich, haben wir es uns schon verdient, da Platz zum Überleben zu bekommen zumindest, oder? Der lenkt ja wirklich eiskalt in die Kurve ein, als wäre da komplett gar nichts. Das kann man doch nicht machen. Ich meine, hier haben wir uns schon für einen Bremspunkt entschieden. Also ab jetzt steht sozusagen fest, wie das hier weitergeht. Man kann nichts mehr ändern auf dem Weg in die erste Kurve hinein. Und an dieser Stelle sind wir schon, also ja, mit der Hälfte unseres Autos neben Gasly oder so, keine Ahnung. Und hier sind wir auch neben ihm, also come on. Das ist ja egal, aber ärgert mich trotzdem. Also es ist egal, wer da schuld war, wollte ich sagen, aber sowas möchte man natürlich nicht haben. Jetzt ist unser gesamter Vorsprung auf die Jungs hinter uns dahin. Ich wollte nämlich schon anfangen, darüber zu reden, dass es nicht schlimm ist, keine Position gut zu machen, solange wir den Vorsprung so aufrechterhalten. Das hat sich jetzt aber fast erledigt, obwohl sich Piastri und Guan Yu echt ordentlich duellieren. Und somit haben wir jetzt doch wieder ein bisschen Vorsprung. Aber der Rückstand nach vorne ist natürlich größer geworden. Die Reifen machen sich mittlerweile übrigens ziemlich stark bemerkbar. Wir haben schon fast 40% Abnutzung und das nach nur 5 Runden. Und das waren frische Reifen. Klar hat da der Dreher nicht geholfen, aber dennoch ist das ein starker Reifenverschleiß. Das war nicht so die beste Idee, mit diesen Softreifen ins Rennen zu gehen. Es hat bestimmt nicht großartig geschadet, aber insgesamt wären doch die Mediums cleverer gewesen, denke ich. Oh, da vorne geht's richtig zur Sache. Die sind alle ziemlich eng beieinander. Nur die McLarens können sich absetzen, aber dahinter geht's voll zur Sache. Vielleicht hilft uns das ja wieder, um da ranzukommen. Die KI verliert teilweise eine Menge Zeit, vor allem in diesem ersten Sektor, wenn es da Duelle gibt. Aber das sieht leider nicht danach aus jetzt in dieser Runde. Aber wir kommen auf jeden Fall ran. Es sind nur noch 2 Sekunden Rückstand auf Gasly. Und man sieht ja auch förmlich, wie wir wieder näher dran sind, als das unmittelbar nach dem Dreher der Fall war. Am Ende dieser Runde ist es aber auch schon Zeit für unseren hoffentlich einzigen Boxenstopp in diesem Rennen. Dann müssen wir die harten Reifen schnell ans Arbeiten bekommen und müssen einfach schnelle Runden abspulen in hoffentlich relativ viel freier Fahrt. Hier gibt es einen Bug an dieser Boxeneinfahrt, bilde ich mir ein zumindest. Ich habe bei dieser Streamer-WM von Gamer Brother, an der ich ja teilgenommen habe, hier eine Strafe bekommen, vor der Linie aber, für Speeding. Das war ein bisschen seltsam. Ich habe mir das auch extra dann nochmal angeschaut, um sicher zu sein, dass ich da nichts falsch gemacht habe. Aber also irgendwas ist da komisch. Deshalb wollte ich da jetzt lieber extra vorsichtig sein. Wir kommen auf die Strecke, wie zu erwarten war, auf dem letzten Platz und werden hoffentlich auch nicht allzu schnell auf die Leute da vorne aufschließen, einfach um die freie Fahrt jetzt nutzen zu können. Oh, dieser erste Sektor hier ist halt nicht besonders toll, um Reifenprobleme zu haben, um mit kalten Reifen hier am Rumrutschen zu sein. Aber es geht sogar, es geht. Die Reifen werden allmählich warm. Come on, Mann, jetzt müssen wir alles geben, einfach nur. Oh,
Oh ja, jetzt sind die Reifen endlich mal im grünen Bereich nach einer halben Runde ungefähr. Die ganze Gruppe hinter den McLaren-Jungs ist immer noch sehr nah beieinander, sodass es da bestimmt ein paar Duelle geben wird, sodass wir da vielleicht auch dran sein können oder sogar davor sein können, wenn die an die Box kommen. Die Pace ist gut, persönliche Bestzeit im ersten Sektor und wir holen auch ordentlich auf Latifi vor uns. Das muss man allerdings erwarten mit frischen Reifen. Ah, leider holen wir da sogar ein bisschen zu sehr auf. Das ist genau das, was ich nicht wollte. Es sind nur noch 3 Sekunden Rückstand und waren 7, als wir aus der Box kamen. Lila jetzt sogar im ersten Sektor. Ah, das ist gut. Das ist perfekt. Genau das, was wir machen müssen. Aber wenn wir da gleich im Verkehr feststecken, dann ist dieser Undercut-Versuch hier zunichte gemacht. Obwohl es auch nicht mehr allzu lang dauern kann, bis die Medium-Fahrer mal an die Box kommen. Vielleicht haben wir ja Glück. Ah, jetzt duellieren sich die da vorne auch noch. Schwarzmann und Schumacher, Rad an Rad. Genau das möchte man in dieser Situation halt absolut nicht sehen. Oh, das sieht ja jetzt schon langsam aus. Hier sind sogar 2 Jungs, also 4 Jungs jeweils Rad an Rad direkt hintereinander, wenn ihr versteht. Und genau so geht es auch hinein in diesen ersten Sektor. Das wird die zusätzlich Zeit kosten. Oh nein, ist das langsam. Jetzt müssen wir aber Geduld bewahren. Dürfen nicht, ja, nicht zu viel wollen, uns keinen Schaden zuziehen. Auch wenn das unheimlich frustrierend ist, da jetzt dahinter zu sein. Gleich ja außenrum vorbei an Latifi. Ah, nee, da geht die Tür zu. Verstappen kommt hier so gar nicht in Fahrt. Der ist immer noch in dieser hinteren Gruppe. Sehr interessant. Ich habe eigentlich erwartet, dass der sich nach vorne arbeitet. Oh, Latifi jetzt vorbei an Robert Schwarzmann, dem Rookie, dem zweiten Rookie hier in dieser Saison. Oh nein, das ist überhaupt nicht gut. Ah, das ist die Hölle. Mann, das war so eine gute Pace. Wir haben es eigentlich perfekt gemacht auf diesen harten Reifen. Aber haben jetzt halt Pech, oder will man es Pech nennen? Ich weiß es nicht. Es ist halt das Risiko, welches man eingeht bei einer solchen Strategie. Ich glaube, hier auf dieser Strecke 3 Autos nebeneinander zu bekommen, das geht fast gar nicht. Vor allem nicht an diesen so schnellen, schmalen Stellen. Jetzt allerdings ein Duell zwischen Schwarzmann und Latifi. Geh nicht an die Box. Danke. In der letzten Kurve. Das nutzen wir aus, um an beiden vorbeizuziehen. Und vielleicht auch an Max Verstappen. Was ein Überschuss. Rechtzeitig anbremsen und dann sieht das doch gut aus. 3 Autos auf einen Streich, mehr oder weniger. Sehr stark. Was war denn das für ein Topspeed gerade gegen Verstappen? Somit hat das jetzt im Endeffekt aber nicht zu viel Zeit gekostet. Von daher ist noch nichts verloren. Schumacher wird leichtes Fressen sein für uns, weil der nur einzeln hier unterwegs ist. Genauso wie Tsunoda davor. Die ersten kommen übrigens an die Box da vorne. Unter anderem auch welche aus dieser Gruppe, die wir ja anpeilen. Wie weit kann das nach vorne gehen? Gasly ist auch drin. Der bewegt sich jetzt schon in Richtung Boxenausfahrt. Oh, das könnte aber vielleicht gereicht haben, oder? Die werden ja jetzt auch noch Probleme haben mit dem Reifen-Warm-up, während wir hier mit perfekt aufgewärmten Reifen ankommen. Tsunoda mit einer komischen Linie. Können wir das vielleicht so irgendwie schaffen? Mit einer Art Switchback oder wie man das nennen will. Ja, das klappt sehr gut gegen den Japaner. Wir sind auf jeden Fall näher rangekommen an Gasly und Co. Und haben jetzt, wie gesagt, schon die Reifen auf Temperatur. Sehr, sehr stark. Da sind jetzt noch ein paar weitere drin. Unter anderem auch Sepp und welche, die in dieser Gruppe hinter den McLaren-Jungs waren. Und die bekommen wir auch, wenn ich das richtig sehe, oder? Na, zumindest wird es hier knapp gegen Guan Yu an der Boxenausfahrt. Der war aber ohnehin hinter uns. Ja, immerhin Platz 8. Ich glaube, genau da waren wir auch vor dem Stop. Aber wir sind wesentlich näher rangekommen. Oh, was geht hier ab? Gasly am Rutschen. Das, was Leclerc da gemacht hat, sah auch ein bisschen seltsam aus. Bottas scheint so ein bisschen Probleme zu haben. Ich weiß nicht, ob da was beschädigt ist oder ob der kalte Reifen hat gerade. Das wird es wahrscheinlich eher sein. Auf jeden Fall hat der so ein bisschen den Anschluss verloren zu den Jungs davor. Wir bekommen jetzt demnächst vielleicht mal eine zweite Chance gegen Gasly in diesem Rennen. Die Aktion von vorhin möchte ich eigentlich nicht auf mir sitzen lassen. Und somit hoffe ich, dass wir hier am Ende der Glücklichere sind von uns beiden. Das sieht wieder ähnlich aus wie zuvor. Das ist genau dasselbe wie zuvor. Diesmal gehen wir aber vielleicht nach außen, um eine Kollision zu vermeiden. Rechtzeitig anbremsen. Wir lassen Gasly den Platz, anders als er das vorhin gemacht hat. Und dann setzen wir uns durch. Platz 7. Oh, Rad an Rad jetzt Leclerc und Bottas. Oder auch nicht so ganz. Leclerc ist aber aus dem Schwung gekommen hier.
Oh, und wir auch fast. Yo, was war denn das? Ich glaube, wir haben ein Problem. Einen Moment, wir arbeiten dran. Nein. Ach, geh doch weg. Bitte, bitte fixen unsere Jungs das. Komm, wir können jetzt aber eh nichts machen. Konzentration auf das Duell gegen Gasly. Ich vertraue denen, dass das nur etwas Kleines ist. Das hatten wir zuletzt immer mal wieder. Vor allem in der letzten Saison. Rechtzeitig anbremsen für die letzte Kurve. Und dann bleiben wir vor Gasly. Wir haben sogar das DRS bekommen, weil wir am Messpunkt knapp dahinter waren. Na, was ist jetzt, Jeff? Nein, das ist ein großes Problem. Ach, Mann. Ich habe mich so gefreut auf diese Schlussphase. Mich hätte sehr interessiert, ob wir noch eine Chance gehabt hätten gegen die Jungs da vorne, die sich duelliert haben, die nah beieinander waren, oder ob das halt eher gegen Gasly spannend geworden wäre. So oder so hätten wir aber, glaube ich, zu 99% Punkte geholt. Und von daher tut das schon verdammt weh. Hoffentlich konnte Sepp hier irgendwie was mitnehmen, aber ich glaube leider nicht nach dem schlechten Qualifying. Ach, schade. Direkt im zweiten Saisonrennen. Das war eine erstaunliche Leistung, vor allem bei diesem Druck. Was für ein hochverdienter Sieg hier beim Großen Preis von Saudi-Arabien. Stefan, was hat heute den Unterschied gemacht? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Jetzt ist es soweit. Die Fahrer betreten das Podium. Tolles Rennen vom McLaren-Team. Es freut mich wirklich, sie auf dem obersten Treppchen des Podiums stehen zu sehen. Oh, das war aber sogar knapper als gedacht. Position 11 am Ende für Vettel, unseren Teammate. Geiles Rennen. Ich glaube, dagegen kann man echt nicht viel sagen. Das Qualifying hat es halt schon kaputt gemacht. Von der 18 aus wird es schwer auf einer solchen Strecke. Aber das Rennen, das macht echt Mut. 7 Plätze konnte er gut machen. Und das ohne, dass da jetzt viele ausgeschieden sind vor ihm. Wir sind halt ausgeschieden. Aber das war's auch schon. Und wären wir noch da, dann wäre er 12. gewesen. Was ja auch schon solide ist vom 18. Startplatz aus. Und das ist so der Bereich, in dem man sein muss und den man auch von ihm erwarten kann mit unserem Auto. Sehr cool, hoffentlich läuft's beim nächsten Mal auch im Qualifying. Und dann können wir uns bestimmt mal auf die ersten Punkte von Vettel gefasst machen. Für uns gab's hier heute leider keine weiteren. Leclerc, der ist halt noch aufs Podium gekommen. Und der war vor uns, als wir ausgeschieden sind. Ich glaube nicht, dass wir aufs Podium gekommen wären, aber auf jeden Fall ist es da nochmal ordentlich zur Sache gegangen vor uns, wenn er so viele Plätze gut gemacht hat. Vielleicht wäre ja noch die ein oder andere Position drin gewesen. Also ist das sehr schade, sehr schade. Also mindestens einen Punkt hätten wir heute safe geholt. Aber so ist das halt, das gehört dazu. Und lieber kommt das jetzt in so einer frühen Phase der Saison, als später, wenn es vielleicht um wirklich was geht, um die Endplatzierung irgendwie in der WM oder mal in einem Rennen, wenn wir auf dem Podium unterwegs sind, da möchte man das noch weniger haben. In der Fahrer-WM, boah, sind wir jetzt einer von 3 Fahrern mit 10 Punkten auf Position 7. Sepp ist der erste immerhin von denen, die noch nicht gepunktet haben. Aber das kommt. Das Rennen, das hat mir echt gut Mut gemacht. Das war mit Abstand das Beste, was wir bisher von ihm gesehen haben. Was ja auch noch nicht viel ist. Ich meine, das war erst das zweite Rennwochenende. In der Konstrukteurs-WM ist es jetzt Position 6. Alpha Tauri rutscht da ein bisschen ab, ist auf Platz 3 nur noch. Ja, obwohl, was heißt nur noch? Das ist der Wahnsinn für deren Verhältnisse. Ich könnte wetten, dass ein Teil kaputt gegangen ist, von dem man ohnehin nur 2 hat. Ah, nee, es ist die MGUK. Ja, gut. Immerhin
Aber DNF ist ein DNF, da ist es auch egal, was für ein Teil kaputt gegangen ist. Zumindest für den späteren Verlauf der Saison ist es aber besser, wenn es so ein Teil ist, als der Energiespeicher oder die Steuerelektronik. Das war's von diesem Rennen hier. Beim nächsten Mal sehen wir uns hoffentlich wieder in Australien. Was war denn das so für eine Strecke für uns bislang? Ich weiß es gar nicht. In der zweiten Saison haben wir da zumindest gepunktet. Somit können wir das jetzt mit einem besseren Auto auf jeden Fall auch schaffen. Und das wird auch das Ziel sein, wieder in die Punkte zurückzukommen. Ich meine, in Bahrain haben wir es geschafft, hier hätten wir es auch geschafft. Also das läuft alles in eine gute Richtung. Beim nächsten Mal werden wir dann auch unsere Triebwerkseinrichtung upgraden können und können dann somit hier wieder Upgrades machen, um in der Performance auch mal voranzukommen. Also das wird. Das ist nicht der erhoffte Traumstart in diese Saison hier, aber ja, will man den auch haben? Ich weiß es gar nicht. Ich find's cool, hier wirklich kämpfen zu müssen. Und das müssen wir auf jeden Fall. Und das werden wir auch weiterhin tun müssen, um nach vorne zu kommen und um irgendwann um eine WM kämpfen zu können. In dieser Saison, es ist noch ein bisschen früh, um das abzuschreiben. Aber es ist unwahrscheinlich. Es ist echt unwahrscheinlich. Ja, aber komm, wer weiß. Es liegen noch 20 Rennen vor uns. Das war's jetzt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!